Also wir sind jetzt hier im Kühlhaus in Görlitz. Das ist eine Veranstaltung für Kinder. Die dürfen nämlich hier in ihren Herbstferien basteln. Und diese Bastelarbeiten, wie man hier sieht, sind herbstlich aus Kastanien, aus Weide. Wandschmuck haben wir hier gebastelt. Und vielleicht zeigt ja die Anni mal in die Kamera, was du gebastelt hast. Zeigst du es mal? Wer ist denn das? Lara. Das ist Lara, okay. Aus Kastanien und Laub. Ansonsten macht das Kühlhaus hier immer eine Theaterwerkstatt. Auch viel für Kinder dabei. Wir haben das im Internet gefunden, unter der Internetseite Kühlhaus Görlitz. Und da findet man immer wieder interessante Veranstaltungen. Und mir hat es Spaß gemacht, hier dabei zu sein. Unseren Kindern auch. Und wir werden bestimmt wiederkommen. Wir haben solche... Wir haben solche... Takie duże. In meinen Kreativkursen erlernen Kinder und Jugendliche verschiedene Techniken des Malens und Gestaltens. Heute nutze ich die schöne Sonne, um einen Herbstferienworkshop anzubieten. Die Kinder waren sehr aktiv dabei, hatten sehr viel Freude. Wir haben mit Naturmaterialien gebastelt, wir haben Herbsträder gebastelt und Laubwichtel und die schöne Sonne genutzt, die eigene Schöpfungskraft zu erleben. Bewusst zu erleben, führt zur Stärkung des Selbstwertgefühls und zu dem Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten.